Was bedeutet dir die Nominierung als beste Hauptdarstellerin? Es hat mich sehr überwältigt, nominiert zu sein, eben als Nicht-Schweizerin. Und es freut mich wahnsinnig, weil diese Arbeit einfach so wunderbar war. Für den Film 8 Tage im August. Ja. Jetzt kommt am 9. Mai ins Kino. Wieso sollten die Leute ihn unbedingt dort sehen? Ja, am 9. Mai kommt er in die Kinos. Genau, es ist neben der wunderschönen Landschaft Apuliens und dieses Eintauchen in die Welt dort, finde ich es eine sehr schöne, fein erzählte Geschichte über Beziehungen und Familie und ja, die Zerbrechlichkeit von Familie und Beziehung. Ich drücke ganz fest die Daumen. Vielen Dank.